Seid ihr herzlich willkommen. Was kommt Monat Juni auf dich zu? Das schauen wir an bei dieser Legung. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, eine Monatslegung aufbuchen, dann ist das persönlich, maßgeschnitten, passt genau auf deine Situation. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen der Bankgebühren. Was ich noch erwähnen möchte, jeden Monat erscheint mein kostenloser Newsletter, das kannst du bestellen per E-Mail. Jeden Monat gibt es einen bestimmten Themen, eine astrologische Vorschau, ein Monatsengel und diejenigen, die mein kostenloses Newsletter bestellen, bekommen monatlich ein Angebot für halben Preis und das ist eine Legung mit Astrologie. Und jetzt schauen wir an, was die Karten erzählen. Thema ist, was erwartet dich Monat Juni? Wenn du eine Dame bist, dann erscheinst du hier im Bild. Und dein Seelenpartner oder die Männer sehen wir hier. Es ist diese Nähe. Er ist direkt hinter dir. Aber momentan schaut er noch in andere Richtung, so bis Mitte Juni. Er beschäftigt sich mit seinen Themen, du hast anderen Themen und doch diese Nähe, diese Vertrautheit ist spürbar. Ab Mitte Juni kommt eine Wende, kannst du sicher sein, und das Kind symbolisiert schon die Neuigkeiten. Bis dahin ist etwas noch bewölkt, weil ihr in eine andere Richtung schaut und er spricht nicht direkt über seine Gefühle, obwohl das Herz, also diese Liebe, verbindet euch. Aber so ab Mitte Juni, dieser Neuanfang und scheint dann die Sonne, klärt sich etwas auf. Und das möchte er auch, weil diese Klärung, diese Lilien zeigt, diese Reinheit erscheint in seinen Gedanken. Aber erscheint auch in deinen Gedanken. Es kann sein, dass in Vergangenheit waren Missverständnisse, ihr seid beide stolz und du wartest, dass er einen Schritt auf dich zukommt, er wartet auch, aber ab Mitte Juni, dann dreht sich etwas und scheint die Sonne, macht etwas sichtbar, klärt sich etwas auf. Und hier sehen wir schon diese Verbindung oder etwas Wiederkehrendes. Erscheint auch die Treue, hier liegt die Hoffnung. Aber diese Karte kann Ausland, Auslandskontakten auch bedeuten oder lernen eine Fremdsprache. Und hier sehen wir einen Brief oder ein Dokument und etwas geht dann zum Ende. Dieser Sarg kann eine erbschaftliche Situation auch bedeuten. Bei dir oder bei ihm. Oder bei jemand im Freundeskreis, Bekanntenkreis. Jetzt schauen wir an die Gedanken. Er denkt, auf diesem Bild zeigen dann, über was denkt er. Dieser Blumenstrauß erscheint auch in seinen Gedanken. Hat einen Bezug zu dieser Liebe, hat einen Bezug zu dir. Und dieser Blumenstrauß bedeutet deine Schönheit, deine Weiblichkeit, deine Kreativität oder eine angenehme Überraschung oder ein Geschenk. Dann erscheint dieser Anker auch in seinen Gedanken.
Und das bedeutet Sicherheit und Stabilität, verankert zu sein in dieser Liebe, verankert zu sein bei dir. Sogar in einer Linie erscheint auch dieser Baum. Und das bedeutet verwurzelt zu sein, verankert zu sein. Dieses Bedürfnis habt ihr beide. Was dieser Anker noch bedeutet, Beruf und Berufung. Und hier klärt sich etwas auf, liegt die Kreativität, aber auch die Spiritualität auch dabei. Hier kommen wichtige Gespräche und dieser Bär kann der Chef sein oder die Chefin sein. Hier sind noch Blockaden oder Hindernisse, aber durch Umwegen kommt doch Bewegung und diese Probleme gehen zum Ende. Und das heißt konkret, verbessert sich etwas beruflich. Wenn du eine Dame bist, dann erscheinen diese Karten in deinen Gedanken, auch die Stabilität, Beruf, Berufung. Diese Lilien zeigt die Reinheit, die Klärung und die Sternenhimmel bringen Glück oder zeigt eine spirituelle Richtung. Hier diese Wolke steht mit ihm in Verbindung. Für ihn ist Anfang bis Mitte Juni etwas undurchschaubar. Es geht zum Ende. Hier dieser Schlüssel bedeutet dann sein Selbstsicherheit, das Kind ein Neuanfang und die Mäuse helfen, diese Wolke zu entfernen. Dort, wo die Mäuse sind, fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Also die Mäuse entfernen alles, was undurchschaubar erscheint. Aber die Mäuse können von Öffentlichkeit auch etwas entfernen. Und Ende Juni hat er das Gefühl, dass andere übersehen in Öffentlichkeit. Ihr könnt plötzliche, unerwartete Ereignisse rechnen. Und dieser Kreuz bedeutet Entscheidungen, weil ihr werdet in euren Lebensweg diese Kreuzung erreichen und überlegt dann, wie soll das weitergehen, in welche Richtung. Klärt sich aber etwas auf, kommen Verträge oder Verbindungen und dieser Bär kann Kraft sein oder Vater sein oder ein Chef oder eine Chefin auch sein. Wo vorsichtig sein sollst, das ist ein Immobilie oder dein Zuhause oder die Familie. Jemand schaut da genau hin, ist neugierig, was dein Zuhause und deine Finanzen betrifft. Und hier sehen wir sogar diese Peitsche und das tut weh. Und das heißt, jemand ist neugierig, möchte alles wissen und versucht dich unsicher machen oder dich verletzen. Aber liegt das Glück dabei, dass hier eine Veränderung kommt und du gehst in eine neue Richtung, weil die Wege zeigen dann Veränderungen, eine neue Richtung. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat Juni, sehen wir hier. Diese Schlange kann Umwegen bedeuten. Durch Umwegen kannst du die Blockaden aus dem Weg gehen und dann kommt eine Vorwärtsbewegung. Diese Schlange kann auch Heilung sein, Heilkraft, Heilenergie. Hier waren noch Probleme im vergangenen Winter, aber kommt Lebenskraft, Lebensenergie, Leichtigkeit und Bewegung.
diese Schlange kann auch eine Frau auch sein. Und diese Frau hat Probleme oder diese Frau macht Probleme. Und dann braucht ihr die Kraft, die Stärke, die Gespräche und durch Umwegen muss diese Person aus dem Weg gehen, dann geht alles voran. Beruflich liegt hier das Glück, ein tolles Angebot, Gespräche, eine angenehme Überraschung und die Sterne bringen Glück oder symbolisieren die Spiritualität und dieser Blumenstrauß bedeutet die kreative Tätigkeit. Zweite Woche, Monat Juni, sehen wir hier. Die Probleme gehen zum Ende. Dieser Sarg kann aber auch Erbschaft auch sein. Und hier sind die Dokumente oder eine bestimmte Nachricht oder kann Verträge auch bedeuten. Er ist offener, hier ist die Hoffnung dazu, kommt eine Mitteilung. Dieser Buch kann aber auch Schulungen auch bedeuten. Und hier ist die Hoffnung, was dieses Schiff symbolisiert, oder Auslandskontakten oder eine Reise. Hier sind Verbindungen, Freundschaften. Dieser Mann ist direkt hinter dir und das bedeutet Nähe, Vertrautheit. Hier ist die Liebe und sogar die Treue dabei. Und dieser Ring zeigt die Verbindung. Oder kann auch bedeuten, jemand kehrt zurück in dein Leben. Das kann diese Liebe sein, aber Freundschaften von Ausland können auch sein. Dritte Woche, Monat Juni, sehen wir hier. Etwas ist noch undurchschaubar, aber das geht zum Ende. Er zeigt Selbstsicherheit, benutzt diese Schlüssel und das sind die Chancen, Möglichkeiten. Hier öffnet sich eine neue Tür und das Kind bedeutet Neuanfang und klärt sich etwas auf. Was die Finanzen oder ein Amt oder eine rechtliche Lage und deine Immobilie oder dein Zuhause, Familie betrifft, sei vorsichtig. Hier liegt die Falschheit oder falschen Personen in deiner vertrauten Umgebung und achte auf die Finanzen. Letzte Woche, Monat Juni, sehen wir hier. Diese Karte bedeutet Anerkennung, die Öffentlichkeit und er steht damit in Verbindung, er braucht das. Aber die Mäuse können davon etwas entfernen und er hat das Gefühl, er wird übersehen. Ihr werdet wichtige Entscheidungen treffen. Dieser Kreuz bedeutet aber auch Schicksal, wenn Schicksalswegen kreuzen sie sich und das bedeutet treffen. Kommen plötzliche, unerwartete Ereignisse, mehr Stabilität und Heilung. Hier liegt das Glück. Und zeigen wir die Träume, Veränderungen und die Wege zeigen Entscheidungen oder eine neue Richtung. Und das war diese Monatslegung. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.